Spiel beginnt. Es war spannend bis zur letzten Sekunde. So liebe ich die Spiele. Die Bissendorfer Panther. Ein kleiner Verein mit großen Zielen im Sport und in der Jugendarbeit. Unser Motto ist, die Kinder von der Straße zu holen. Vom einst unkoordinierten Straßenhockey gingen wir zum geregelten Vereinssport über. Ziel war es, regelmäßig Spiele beim Deutschen Inline-Hockey-Verband durchzuführen. Wir sind mittlerweile zu einem der in Deutschland erfolgreichsten Inline-Hockey-Vereine geworden und können stolz darauf sein. Wir sind hungrig, jeder Dulli fällt hin. Sie laufen vorbei, so als wären sie blind. Bei uns sitzt jeder Pass und ist jeder Schuss drin. Bei dieser Mannschaft sind Stars am Ball. Das gegnerische Tor macht Bekanntschaft mit dem Hartplastikball. Es geht Schuss, Schuss, das ist unsere Mannschaft. Bissendorfer Panther, das geht einfach. Ein Schuss, ein Tor, Junge. Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther. Nicht zurück, sondern vor, Junge. Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther. Es wird heiß auf dem Court hier. Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther. Die Nummer 1 in dem Sport hier. Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther. Zweites Drittel, unsere Jungs sind hart. Das andere Team kann nur spielen wie in Unterzahl. Echt, der Gegner kommt nicht mehr hoch. Und es fallen Tore, so als spielen wir auf ein Empty Net Goal. Dieses Team hat sich ausgezockt. Der gelbe, der rote sowie der graue Block. Mann, wir schicken jeden Gegner heim. Und jetzt gleich hört ihr die ganze Wedemark schreien. Ich sag Bissendorf, ihr sagt Panther. Bissendorf, Panther, Bissendorf, Panther. Ich sag Bissendorf, ihr sagt Panther. Bissendorf, Panther, Bissendorf, Panther. Ein Schuss, ein Tor, Junge. Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther. Nicht zurück, sondern vor, Junge. Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther. Es wird heiß auf dem Court hier. Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther. Die Nummer 1 in dem Sport hier. Bissendorfer Panther, Bissendorfer Panther. Auf geht's, Panthers, auf geht's! Sparda Bank Hannover Stiftung, Bissendorfer Panther. Seit 7 Jahren ein schlagkräftiges Team. Die Sparda Bank Hannover Stiftung hilft, wo Hilfe nötig ist. Ihr Motto: aktiv in der Region. Sie fördert jährlich mehr als 200 Projekte. Jedes Jahr erhalten Vereine und Organisationen in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen insgesamt 1,4 Millionen Euro für ihre gemeinnützige Arbeit. Neben vielen anderen Bereichen engagiert sie sich stark in der Sportförderung. Allein im Jahr 2009 unterstützte sie über 40 Sportprojekte mit insgesamt 200.000 Euro. Die Zusammenarbeit der Bissendorfer Panther mit der Sparda Bank Hannover Stiftung trägt Früchte. 6 Meistertitel konnten bereits gemeinsam gefeiert werden. Mit den Bissendorfer Panthern verbindet uns eine langjährige und verlässliche Partnerschaft. Sie ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen. Nur so funktioniert eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Inline-Hockey ist eine aufstrebende Sportart. Es gibt inzwischen mehr Mitglieder in Inline-Hockey-Vereinen als im Eishockeysport. Gemeinsam wollen wir diesen faszinierenden Sport voranbringen und sind uns sicher, dem Inline-Hockey gehört die Zukunft. Die Sparda-Bank Hannover Stiftung ist für die Bissendorfer Panther ein zuverlässiger Partner. In den vergangenen 7 Jahren wurden verschiedene Präventionsprojekte durchgeführt. Zusammen zwischen der Bank und den Bissendorfer Panthern wurden die Kinder von der Straße geholt und dementsprechend in den Sportverein integriert. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Die Sparda-Bank Hannover Stiftung und die Bissendorfer Panther werden auch in Zukunft ein erfolgreiches Team bilden. Gemeinsam ein starkes Team. Im ersten Jahr nach der Gründung 1998 gelang dem Juniorenteam bereits der Gewinn der deutschen Meisterschaft. Nur ein Jahr später konnte man 2 deutsche Meistertitel nach Bissendorf holen. Im Jahr 2002 errang das Juniorenteam diesen Titel gar zum 3. Mal in Folge. Diese Erfolge resultieren aus dem kontinuierlichen Einsatz der vielen ehrenamtlichen Eltern, Teamleiter und Betreuer sowie der vorbildlichen Arbeit des Headcoaches und Vereinsvorsitzenden Jürgen Köhn. Der Boom der guten Leistungen hat mittlerweile zu einer Hockey-Euphorie und einem enormen Zulauf bei den Panthern geführt. Die sportliche Seite ist jedoch nur ein Aspekt der Arbeit der Panther. Mindestens ebenso viel Augenmerk wird auf die Vermittlung gesellschaftlich relevanter Werte wie soziale Kompetenz, Toleranz, Gewaltfreiheit und Integration ausländischer Jugendlicher über das Bindeglied Sport gelegt. Es bestehen diverse Partnerschaften und Kooperationen mit Organisationen wie dem Bundesinnenministerium, dem Weißen Ring, dem Landeskriminalamt, der Gewerkschaft der Polizei und vielen weiteren Institutionen und Vereinen, mit denen jährlich über 20 verschiedene Aktionen und Promotionsveranstaltungen durchgeführt werden. Für die gesellschaftlich wichtige Funktion der Bissendorfer Panther wurde der Verein mit dem Stern des Sports ausgezeichnet. Aufgrund der herausragenden Arbeit in den vergangenen Jahren ist Mellendorf zum Landesstützpunkt Niedersachsen für Inlineskater-Hockey ernannt worden. Unglaublich, aber wahr. Unsere Spieler spielen für ihren persönlichen Erfolg. Bei uns erhält kein Sportler finanzielle Zuwendungen. Fördergelder werden für Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Teamausstattung und Gemeinschaftsveranstaltungen verwendet und gleichmäßig an alle Mannschaften verteilt. Auf geht's, Panthers, auf geht's! Hallo, mein Name ist Walter Korbmacher. Ich bin Inhaber der Korbmacher GmbH. Wir sind eine Handelsvertretung für Kunststofftechnik, das heißt Rohre, Formteile und Zubehör. Und wir sponsern die Bissendorfer Panther, weil wir von der Jugendarbeit überzeugt sind. Ob Herrenmannschaft oder Juniorenteam, die Spieler der Bissendorfer Panther sind stets mit vollem Einsatz dabei. Immer mehr wird von den Mannschaften aller Altersklassen gefordert. Der Erfolg des Inline-Hockeys und der Spaß am Sport stehen bei den Teams dabei an oberster Stelle. Mehrmals wöchentlich werden die Spieler in Gruppen auf ihre sportlichen Aufgaben vorbereitet. Für einen Sieg gehen die Teams bei den Vorbereitungen bis an ihre Grenzen. Das Trainingsprogramm der Mannschaften übernehmen dabei 2 bis 3 hochqualifizierte Trainer aus den eigenen Reihen. Es
Ständige Fortbildungen und Seminare für die Trainer sichern die Qualität des leistungsorientierten Trainings. Nur mit dieser Arbeitsweise ist es möglich, den Erfolg der Panther auch in Zukunft zu sichern. Stimmung zu machen, ja. Das macht Spaß. Mein Name ist Felix, ich spiele seit 5 Jahren Hockey und seit 3 Jahren bei den Panthern. Unser Verein ist sehr erfolgreich. Unsere Schülermannschaft wurde letztes Jahr deutscher Meister und wir wurden mit unserer Jugendmannschaft 4. beim Europapokal. Dieses Jahr sind wir norddeutscher Meister geworden und der Sport macht sehr viel Spaß. Und jeder Sieg ist der gerechte Lohn für unseren Kampf und für unser Herz, für unsere Liebe und für unseren Schmerz. Ich bin Marcel, spiele seit 8 Jahren in der Nochi, seit 5 Jahren bei den Büsnerfer Panthern. Wie ihr hier gerade seht, veranstalten wir ein Trainingslager, das wir jedes Jahr einmal veranstalten. Zum einen dient es zur Verbesserung jedes einzelnen Spielers. Und zum anderen zur Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft, die jedes Jahr einmal stattfindet. Und es macht sehr viel Spaß. Und ich kann es jedem empfehlen, hier einmal vorbeizuschauen. Ich bin Mirko Oetke, ich bin Trainer der Bisserfer Panther Nachwuchsmannschaft. Das ist derzeitig die Bambini Schüler Jugend und Junioren. Wir sind in allen Altersklassen dieses Jahr norddeutscher Meister geworden und bereiten uns hier mit dem Trainingslager für die deutsche Meisterschaft vor. Unser größter Erfolg war bis jetzt der Vize-Europameistertitel in Ahaus. Bissendorfer Panther, ja, das sind wir. Hallo, ich bin Benjamin Hahnemann, Spieler der Bissendorfer Panther und Mitglied der deutschen Inline-Skate-Hockey-Nationalmannschaft. Seit 2006 spiele ich bei den Panthern. In der Zeit wurden wir deutscher Vizemeister und 3. beim Europapokal. Seit 7 Jahren spiele ich Nationalmannschaft. Wir sind 4-mal Europameister und 3-mal Vize-Europameister geworden. Und das war erst der Anfang.